Hallo und willkommen zu einem neuen Video von mir. Hier in diesem Video dreht sich heute alles um den Schließzylinder. Das heißt, ich möchte euch hier heute in diesem Video vermitteln, wie ihr den richtigen Schließzylinder für eure Tür findet, worauf ihr achten müsst und wie man ihn dann schlussendlich wechselt/schrägstrich einbaut. Also beginnen wir erstmal mit dem Grundwissen. Das heißt, was ist überhaupt so ein Schließzylinder? Der Schließzylinder ist euer Kern eures Schlosses. Hiermit könnt ihr euer Schloss quasi verschließen und mit einem Sicherheitsschlüssel schützen. Hier gibt es verschiedene Modelle und auch Hersteller auf dem Markt. Man sollte allerdings darauf achten, immer hier Markenhersteller zu erwerben, denn hier spielt die Sicherheit nun mal die Hauptrolle. Das heißt, achtet darauf, hier keine Billigware zu erwerben. Dann gibt es einige Punkte, die ihr vor dem Kauf noch wissen müsst. Und zwar, was brauchen wir überhaupt für einen Schließzylinder? Beginnen wir erstmal mit den Grundsicherheitsfunktionen. So ein Schließzylinder sollte heutzutage einen Aufbohrschutz besitzen. Das heißt, hier vorne in der Front ist dann in der Regel oder sind in der Regel metallische gehärtete Objekte eingelassen, die das Aufbohren erschweren sollen. So ein Schließzylinder sollte natürlich auch bruchsicher sein, denn das ist eine sehr beliebte Methode, so einen Schließzylinder zu ziehen. Das heißt, es wird wie eine Art Korkenzieher hier vorne eingeführt. Man zieht den Schließzylinder quasi auseinander und er bricht dann schlussendlich hier. Das heißt, hier an dieser Stelle sollte er auf jeden Fall verstärkt sein. Dann sollte der Schließzylinder natürlich auch über eine moderne Profilierung verfügen. Das wäre so ein neueres System. Ihr seht schon, das ist schon relativ sicher. Des Weiteren gibt es auch noch im Inneren des Schließzylinders einiges, worauf man achten sollte. Es gibt Schließzylinder, die sind in der Regel nicht mehr aufpickbar. Ihr kennt ja dieses Schlosspicking. Hier sind spezielle Stifte verbaut. Diese verkanten sich, wenn man versucht, dieses Schloss aufzupicken, und diese kann man erst wieder sortieren, indem man hier den richtigen Schlüssel einsteckt und dann hier schließt, und somit hat man dieses Problem dann wieder gelöst. Auch ein wichtiger Punkt, über den ihr euch am Anfang Gedanken machen solltet, ist, wollt ihr eure Innentür oder wollt ihr eure Haustür in meinem Fall nur von innen schließen können, wenn ein Schlüssel eingesteckt ist, oder wollt ihr eventuell auch von außen aufschließen können, wenn jemand von innen abgeschlossen hat? Das ist nämlich ein Hauptproblem. Man geht von innen an die Haustür, schließt zu, lässt den Schlüssel stecken, und ich habe hier einfach mal so ein Schloss mitgebracht, und bei diesem Schloss ist das nämlich der Fall. Haben wir hier zugeschlossen, kann man auf der Außenseite das Schloss nicht mehr aufschließen. Das kann als Sicherheitsfaktor mit in eure Bedenken einfließen. Das heißt, wenn ihr nur von innen schließen wollt, wäre so ein Schloss natürlich extra sicher, weil man hier außen nicht mehr schließen kann. Allerdings habt ihr noch mehr Personen in eurer Familie, die hier sich Zutritt verschaffen wollen. Ist das dann natürlich problematisch. Für diesen Fall gibt es dann solche Schlösser. Das ist ein Schloss mit einer Panikfunktion. Das heißt, wenn ich hier auf der einen Seite das Schloss verschlossen habe und lasse den Schlüssel stecken, kann ich hier auf der anderen Seite noch schließen. Das heißt, ich bringe hier den Schlüssel ein und kann dann trotzdem die Tür öffnen und mir dann Zutritt verschaffen. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Bitte beachtet diesen auf jeden Fall beim Kauf, denn diese Profilzylinder sind sehr teuer, und wenn man gerade diese Funktion nicht mitgekauft hat, muss man dann in der Regel den Profilzylinder neu kaufen. Dann solltet ihr auch in eure Überlegungen die Anzahl der Mitglieder in eurer Familie oder der Person, die hier durch diese Tür Zutritt erhalten sollen, mit einplanen. Denn kauft dementsprechend beim Kauf ausreichend Schlüssel mit. Denn Schlüssel sind ein Folgekostenfaktor, der sehr hoch werden kann. Hier gibt es auch zwei Methoden oder zwei Systeme. Zum einen gibt es Schlösser mit einer sogenannten Schlüsselkarte. Hier ist eine Karte dabei, da steht meistens eine Nummer drauf. Diese Schlüssel dürfen auch nicht mehr von einem Handwerker oder eventuell Baumarkt nachgemacht werden. Diese könnt ihr dann wirklich nur noch beim Hersteller nachbestellen. Dann gibt es ein zweites System, das habe ich jetzt hier auch. Hierbei habe ich schon ausreichend Schlüssel miterworben, nämlich 8 Stück. Und hier ist auf 3 meiner Schlüssel eine Nummer eingebracht. Mit dieser Nummer kann ich jederzeit Schlüssel nachbestellen, und ich kann natürlich auch diese Schlüssel in einem Baumarkt, sofern er über die Möglichkeit verfügt, dann nachmachen lassen, denn diese Schlüssel dürfen nachgemacht werden. So ein nachgemachter Schlüssel kostet je nach Aufwand zwischen 5 bis 45 Euro. Das hängt davon ab, ob dieser Schlüssel zum Beispiel auch zu einem Schließsystem gehört. Das wäre auch noch ein wichtiges Thema. Habt ihr mehrere Schlösser in eurem Haus, die ihr austauschen wollt, könnt ihr euch auch überlegen, ob ihr diese Schlösser gleich schließend haben möchtet, und bestellt dann dementsprechend alle Schlösser mit
einem Profil, also mit einem Schlüsselprofil, sodass alle Schlüssel natürlich bei allen Schlössern passen. Kommen wir aber jetzt zum Einbau des Schlosses. Hierfür müssen wir natürlich erstmal das richtige Schloss für unsere Tür bestellen. Wie das geht, schauen wir uns einfach mal hier an meiner Tür an. Der Profilzylinder an sich ist von der Bauform her genormt. Das heißt, bei den meisten Türen passen dann dementsprechend hier diese Standard-Profilzylinder. Es gibt nur einen Punkt, der zu beachten ist, und zwar die Länge des Profilzylinders und die Aufteilung der Länge des Profilzylinders. Diese müssen wir ermitteln. Ich zeige euch einfach mal, wie das funktioniert. Als erstes müssen wir hierfür natürlich unsere Türbreite messen. Hier gibt es aber noch einen ganz wichtigen Punkt. Messt bitte den Beschlag auf der Außen- sowie auf der Innenseite mit. Den müsst ihr auf jeden Fall mit messen, weil ja das Schloss, ihr seht es ja auch hier in meinem Fall, hier in der Regel auch übersteht. Besonders auf der Außenseite gibt es auch noch Beschläge mit Aufbohrschutz. Hier müsst ihr besonders aufpassen. Hier müsst ihr in den Aufbohrschutz hineinmessen, damit euer Schloss auf keinen Fall zu lang ist. Sonst würde der Aufbohrschutz hier nicht mehr drauf gehen. Ich habe hier keinen Aufbohrschutz, deswegen habe ich hier ein Schloss mit Aufbohrschutz mir beschafft. Das Schloss sollte dann schlussendlich auf der Innen- sowie auf der Außenseite maximal 3 mm überstehen. Besonders die Außenseite ist hier kritisch, also wenn ihr hier einen normalen Beschlag habt wie ich, achtet also darauf, dass das Schloss hier nicht mehr als 3 mm übersteht. Je weniger Überstand, je weniger Angriffsfläche haben wir für den Einbrecher und je sicherer ist dann euer Schloss. Auf der Innenseite ist das nicht ganz so problematisch, wenn es dann da 5 mm übersteht, ist das auch nicht so schlimm. Also messe ich jetzt hier die Breite, das heißt inklusive Beschlag, und wir kommen hier bei mir auf 90 mm. Ihr könnt natürlich auch das vorhandene Schloss ausbauen und hier im ausgebauten Schloss messen. Hier seht ihr natürlich auch schön die Einteilung des Schlosses. Ihr seht, das Schloss ist nicht mittig, also nicht gleichmäßig aufgebaut. Das liegt daran, dass mein Schloss versetzt in der Tür montiert ist. Diese Aufteilung ist sehr wichtig. Ich messe diese jetzt einfach mal hier am Schloss. Wir sehen, wir haben hier auf der einen Seite 35 mm und auf der anderen Seite 55 mm. Dieses zusammen ergibt meine 90 mm. Hier ist auch eventuell wichtig, wenn euer Schloss nur auf einer Seite aufbohrgeschützt ist, dass dann natürlich die richtige Seite auf der Außenseite ist. Dieses Schloss ist beidseitig aufbohrgeschützt, also ist das hier egal. Jetzt haben wir also hier das richtige Schloss, oder man sagen, den richtigen Schließzylinder erworben. Wir wechseln wir diesen. Als erstes stecken wir den Schlüssel in das Schloss. Damit ihr das besser seht, habe ich hier nochmal einen Profilzylinder mitgebracht. Das heißt, wir stecken hier den Schlüssel ein. Und ihr seht, dass hier dieser kleine Mitnehmer an der falschen Position steht. Das heißt, ihr dreht euren Schlüssel ca. 30 bis 35 Grad, hier in meinem Fall nach rechts. Und schon steht hier drinnen diese Nase richtig. Jetzt könnt ihr euer Schloss herausziehen. Dieses machen wir natürlich jetzt hier auch an der Tür. Das heißt, ich stecke den Schlüssel ein und drehe ihn ca. 30 Grad nach rechts. Jetzt entnehmen wir hier auf der Innenseite unserer Tür die Schraube, die unseren Profilzylinder hält. Diese befindet sich in der Regel unter dieser Schließfalle. Ich bewege sie nochmal, damit ihr sie seht. Das ist die Schließfalle und die Schraube, die sich darunter befindet, diese dreht ihr einfach heraus. Verwendet hier bitte keinen Akkuschrauber, bitte manuell ausdrehen. Denn wenn ihr hier das Gewinde an dieser Schraube im Profilzylinder zerstört, bekommt ihr diese Schraube nicht mehr heraus und dann wisst ihr auch nicht mehr, wie ihr dieses Schloss ausbauen sollt. Deswegen empfehle ich hier aber keinen Akkuschrauber zu verwenden. So, wir haben jetzt die Schraube herausgedreht. Jetzt kommen wir noch zum Herausziehen des Schlosses. Ich zeige es euch jetzt nochmal auf der Außenseite. Hier können wir auch den Schlüssel einstecken. Also das heißt, ich habe ihn auf der Innenseite entnommen, stecke ihn jetzt auf der Außenseite ein, damit ihr es besser seht. Drehe ihn auch ca. 30 Grad und ziehe das Schloss vorsichtig heraus. Wackelt etwas am Schloss herum und dreht dabei leicht den Schlüssel, bis ihr die richtige Position gefunden habt, und zieht einfach das Schloss heraus oder drückt es hier mit dem Finger auf der Innenseite aus. So, jetzt kommen wir zum Einbau des neuen Profilzylinders. Damit ihr diesen natürlich richtig herum einbaut, haltet ihn einfach mal hier vor die Tür. Ihr seht, das wäre jetzt falsch herum. Ich muss ihn drehen. Die kurze Seite wäre bei mir außen und dementsprechend kann ich ihn montieren. Wir können ihn bei meiner Tür von der Innen- sowie von der Außenseite montieren. Habt ihr hier einen Aufbohrschutz, könnt ihr ihn natürlich nur von der Innenseite montieren. Ich zeige es euch jetzt von der Außenseite. Das heißt, ich führe hier meinen Schlüssel ein. Bewege wieder meine Schließnase in die richtige Position, sodass ich ihn herausziehen und hereinschieben kann. Jetzt bringe ich den Zylinder hier ein. Hierbei ist noch zu erwähnen, dieser muss kinderleicht einzuführen sein. Wenn er in irgendeiner Position sehr stark hängt, stimmt irgendwas mit eurem Schlosskasten nicht
und dieser muss nachgearbeitet werden. In meinem Fall läuft das aber reibungslos. Jetzt schiebt ihr den Schließzylinder so tief ein, bis ihr ihn schließen könnt. Das wäre diese Position und somit haben wir ihn eingeführt. Jetzt kommen wir zum Befestigen mit der Schraube. Hier ist in der Regel im Lieferumfang eine Schraube enthalten. Diese ist aber meistens zu lang. Besonders bei Türen hier mit Glaseinlage möchte ich darauf hinweisen, dass wenn diese Schraube zu lang ist und ihr diese hier reinschraubt, diese mitunter bis in die Glasscheibe hineingeschraubt wird und diese dann brechen kann. Auch wenn ihr keine Glaseinlage habt, kann eine zu lange Schraube dazu führen, dass euer Zylinder hier drinnen verdrückt wird, schräg steht und sich nicht mehr richtig schließen lässt. Deshalb haltet eure Schraube an die Tür und schaut, wie die Länge hinhaut. Das heißt, ich halte sie einfach dran. Hier wäre der Kopf zu Ende und wir sehen, meine Schraube geht gerade so durch das Schloss und wäre dementsprechend auf der richtigen Länge. Ist dieses nicht der Fall und die Schraube ist viel zu lang, so müsst ihr diese Schraube kürzen. Wie ihr so eine Schraube kürzt, habe ich in einem anderen Video abgehandelt. Dieses findet ihr, wenn ihr hier oben auf das i klickt. Meine Schraube passt, also kann ich diese jetzt aber hier einbringen. Achtet darauf, dass sie vernünftig in den PZ, in den Schließzylinder eingreift. Und zieht auch diese wieder bitte nur von Hand an. Wenn ihr merkt, dass diese irgendwie nicht ordentlich läuft, sich nicht ordentlich eindrehen lässt, dreht sie bitte wieder heraus und dreht sie nicht mit der Gewalt ein. Auch hier gilt, wenn hier drinnen das Gewinde in diesem Schließzylinder versaut ist, bekommt ihr diese Schraube im schlimmsten Fall nicht mehr heraus und könnt euren Zylinder nicht mehr entnehmen. So, ich habe jetzt hier die Schraube eingebracht, dreht sie nicht zu fest an, dreht sie nur ganz leicht handfest an und das reicht vollkommen aus. Noch ein wichtiger Hinweis, wenn euer Schließzylinder hier außen, wie bei mir, keine dementsprechende Abdeckung hat, keinen Aufbohrschutz hat, sollte dieser Schließzylinder so wenig wie möglich überstehen. Bitte achte darauf, dass dieser nicht mehr als 3 mm übersteht. Je weniger Überstand, je weniger Angriffsfläche hat euer Einbrecher. Kommen wir nun wieder zur Innenseite. Hier seht ihr, dass mein Schließzylinder etwas mehr übersteht. Auf der Innenseite ist das aber unproblematisch. Also ist das hier auch okay. Bevor wir jetzt die Tür schließen, probieren wir auf beiden Seiten die Gängigkeit unseres Profilzylinders. Das heißt, wir schließen alle Positionen durch. Ich schließe auch hier bei dieser Tür die Sicherheitsfunktion mit. Sie hat eine Mehrfachverriegelung. Achtet darauf, dass hier alles ordnungsgemäß funktioniert. Dasselbe machen wir auch auf der Innenseite. Ich habe hier auch eine Panikfunktion, die möchte ich jetzt auch testen. Das heißt, ich stecke den Schlüssel auf der Innenseite ein. Und schließe jetzt auch nochmal auf der Innenseite und ihr seht, der äußere Schlüssel dreht sich mit. Also meine Panikfunktion ist hier auch gewährleistet. Erst jetzt könnt ihr eure Tür schließen, denn sollte hier irgendwas nicht hinhauen und ihr habt eure Tür zugehauen, bekommt ihr sie eventuell auch nicht mehr auf. So, und wenn ihr natürlich wissen wollt, wo ihr so einen Profilzylinder herbekommt, ich habe euch einfach mal die wichtigsten Modelle oder dieses Modell hier unten in der Videobeschreibung verlinkt. Klickt auf den Link, dort findet ihr diesen Profilzylinder. Achtet aber bitte auf die Länge. Das war es dann auch im Großen und Ganzen. Hat euch mein Video in irgendeiner Form gefallen oder weitergeholfen, würde ich euch natürlich um einen Daumen hoch bitten. Wollt ihr noch mehr meiner Videos schauen? Kein Problem. Abonniert ihr einfach meinen Kanal, denn Abonnieren auf YouTube ist natürlich kostenlos. Und wollt ihr keines meiner weiteren Videos mehr verpassen, so klickt doch einfach noch neben dem Abo-Button auf das Glockensymbol. Ich sage mit Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.